Antenne Niedersachsen. Das ist auch für mich ein Highlight, unsere Jungs bei der WM gegen Ghana. Und jetzt sprechen wir mit Thomas Müller. Der sitzt da unten, einmal Treppe runter und dann rechts. Moin! Hi! Servus Thomas, grüß dich! Was macht ihr denn jetzt? Wir wollen natürlich nach 3 Toren im ersten WM-Spiel gegen Portugal mit Thomas Müller sprechen. Ja, hallo, herzlich willkommen hier in der Produktion. Jetzt geht's gegen Ghana. Verrat uns das Erfolgsgeheimnis von Thomas Müller. Läuft das wieder so im zweiten WM-Spiel? Ja, ich hoffe doch, dass ich wieder meine 3 Buden mache. Ne? Ja. Mit eurer Unterstützung natürlich. Jetzt darf man verraten, der junge Mann ist im wahren Leben sogar absoluter Bayern- und Thomas Müller-Fan. Ist das eigentlich ja genauso zu heißen? Verwechselt wirst du wahrscheinlich nicht, bist nicht ganz so lang, siehst ein bisschen besser aus, aber mit dem Namen kannst du leben. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin sehr stolz drauf, Thomas Müller zu heißen. Zweites WM-Spiel, wir können ja fast schon weiterkommen, wenn das so läuft wie gegen Portugal. Was denkst du? Also mein Tipp, 3-1 für Deutschland. Und die Sensation an der Sache ist, dieser Thomas Müller, den könnt ihr beim Spiel Deutschland gegen Ghana wirklich live erleben. Und zwar auf dem Volksfestplatz in Hildesheim. Seid dabei, wenn wir Ghana schlagen. Genau, da legt er nämlich auf beim Public Viewing. Das einzige Public Viewing auf der Welt, wo Thomas Müller am DJ-Pult sitzt. Antenne